Mit der 7. Novellierung, die zum 01.04.2004 in Kraft trat, wurde der Rundfunkstaatsvertrag um den neuen § 11 zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ergänzt. Darin heißt es, der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe bei Erfüllung seines Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit der Angebote und Programme zu berücksichtigen. Ich frage mich, wie es sein kann, dass bei Funk, dem Online-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen für 14- bis 29-Jährige, 99% der Inhalte, die einem politischen Spektrum zugeordnet werden können, linksidentitäre, pseudofeministische, sprachpolizeiliche, antikapitalistische Standpunkte propagiert werden. Eine Abscheulichkeit von einem Video, das mein Problem einmal mehr verdeutlicht, wurde vor 2 Wochen von STRG F produziert. Bemerkenswert ist, dass es in der Redaktion offenbar nicht eine Person gibt, die zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat, Leute, dieses Argument ist so dermaßen schwachsinnig, dass wir uns der Lächerlichkeit preisgeben, wenn wir das wirklich behandeln. Oder vielleicht gab es diese Person sogar und wir wurden vor noch größerem Schwachsinn bewahrt. Wir werden es wohl nie erfahren. Wir leben in einer Männerwelt. Soweit die Hypothese. In dem 16-minütigen Video werden um die 10 Argumente angeführt, die dies belegen sollen. Wie immer gehe ich davon aus, dass man mir das Beste präsentiert, was man hat. Und zum Besten, was man hat, gehört Folgendes. Wir schauen mal, wo uns der Gender Data Gap einfach so im Alltag begegnet. So. Das Ganze fängt nämlich schon beim Autofahren an, also wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt, weil Autos tatsächlich hauptsächlich an Crashtest-Dummies getestet werden, die den Durchschnittsmann darstellen, also von Größe und Gewicht. Und Frauen, kommen da so gut wie gar nicht vor. Am besten geschützt ist im Auto eigentlich jemand wie Gunnar. Es gibt 2 männliche Standard-Dummies. Fast alle Tests werden mit dem 1,75 großen Mann durchgeführt. Der Durchschnittsmann ist also 1,75. Laut Statista ist er eher 1,80 und laut Wikipedia 1,79,9. Wenn die Körpergröße über alle 46 Geschlechter in Deutschland so verteilt ist, wie groß sollte dann der Dummy deiner Meinung nach sein? Vielleicht so groß, dass es nicht mehr möglich ist, eure kleinstmögliche Kollegin ins größtmögliche Auto zu setzen, um dabei solche Aufnahmen zu produzieren. Und dass man daraus noch nicht viel gelernt hat, zeigt sich an Kira. Ich würde gerne ein bisschen höher. Sieht man natürlich, ich sitze hier direkt vorm Lenkrad, aber ich krieg's halt nicht weiter von mir weg. Ich glaube, es wird Zeit für eine Lebensweisheit! Kira, wenn du dir mal ein Auto kaufst, dann mach vorher eine Probefahrt. Warum kann man das Ding hier nicht so runter machen, dass ich drüber gucken kann? Hätte euch für den Dreh dieser Szene eine kleinere Kollegin oder ein größeres Auto zur Verfügung gestanden? Ich denke, dass ich die Antwort kenne. Und wenn Kira hier irgendwas argumentativ untermauern soll, was hat Shaquille O'Neal damit eigentlich zu tun? What's up, Shaq? Can you get a bigger car? No way. That's your car? No, dude, no way. Are you kidding me? Und weiter geht's. Auch das Büro ein Paradies für Männer. Der Stuhl an Männermaße angepasst. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, waren Bürostühle höhenverstellbar. Aktuelle Smartphones passen genau in die Männerhand. Aktuelle Smartphones kommen in der Regel in 2 Größen. Und mein Note 10 Plus kann auch ich nicht einhändig bedienen. Und auch die Büroklimaanlage, perfekt für den Männerkörper. In der Regel 5 Grad zu kalt für Frauen. Bullshit. Ich habe mich im Zuge meiner Masterarbeit auch mit Behaglichkeit befasst und abgesehen davon, dass es selbst innerhalb der Geschlechter keine Temperatur gibt, die alle Individuen glücklich macht, liegt die Diskrepanz der Geschlechter nie im Leben bei 5 Grad. Ich konnte auch trotz des ernst gemeinten Versuchs, für diese Aussage eine Quelle zu finden, gar nichts finden. In nahezu jeder Quelle wird von 3 Grad gesprochen.
Und das handhaben normale Menschen so, dass sie sich in ihrem Büro auf einen Mittelwert einigen. Ich verurteile das nicht im geringsten, möchte aber an dieser Stelle betonen, dass die Beschwerden in aller Regel nicht von Frauen kommen, sondern von den Personen, die im Sommer im Büro am wenigsten Kleidung tragen. Und das sind in aller Regel Frauen. Und die Grenzen des guten Geschmacks sind viel eher erreicht bei Männern, die weniger Kleidung tragen müssen, damit ihnen nicht zu warm ist, als bei Frauen, die mehr Kleidung tragen müssen, damit ihnen nicht zu kalt ist. Wenn ich mit der Kleidung meiner Kollegin im Büro sitzen müsste, wäre mir auch zu kalt. Die Sache mit den Toiletten haben wir jetzt noch nicht geklärt. Warum stehen Frauen immer viel länger an als Männer? Das liegt daran, dass es meistens mehr Männertoiletten als Frauentoiletten gibt. Und um diese Toilettenfrage drehen sich zwei Drittel des Videos. Und obwohl man zu Anfang schon den Grund für die höhere Zahl nennt. Denn es werden meistens in den Gebäuden die gleiche Fläche für Männer- und Frauentoiletten eingeplant. Aber auf die Fläche, auf die vielleicht zwei Frauentoiletten passen, passen ja viel mehr Pissoirs. Ist man nach der Auszählung total verwundert, wenn man feststellt, dass auf die Fläche, auf die zwei Frauentoiletten passen, viel mehr Pissoirs passen. Man wundert sich also darüber, dass man mit seiner Annahme recht hatte. Und? Du hast wahrscheinlich 6, oder? Ja. Ich habe 8. Oh my God! Haha! Eine. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das dein Ernst? Nein. 34 habe ich. 51. Wer hat gewonnen, die Challenge? Das ist die Frage, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall haben die Frauen verloren, würde ich mal sagen. Ja, ist krass. Aber in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht? Wie sieht's denn mit der Privatsphäre aus? Mit dem Luxus, mehr Platz beim Pinkeln zu haben? Was ist denn, wenn ihr alle gleichzeitig eine Defäkation vornehmen wollt? Scheißen die Männer dann ins Pissoir oder was? Übrigens hält euch kein Mensch davon ab, eine Urinella zu kaufen. Gibt's auch in Sexy Pink. Aber die Toiletten sind ja auch nur ein Symptom. Es geht um viel mehr. Denn das Gender-Data-Gap-Problem ist historisch gewachsen. Unsere Welt wurde lange Zeit nur von Männern gestaltet. Und das führt zu einer Welt für Männer. Soweit die Hypothese. Natürlich gehe ich wie immer davon aus, dass man mir die besten Argumente präsentiert, die man hat. Und zum Besten, was man hat, gehört Folgendes. Ein Weibchen ist wie ein verkrüppeltes Männchen. Aristoteles. Oh my God! Die Frau ist ein Missgriff der Natur. Eine Art verstümmelter, verfehlter, misslungener Mann. Die volle Verwirklichung der menschlichen Art ist nur der Mann. Thomas von Aquin. Oh my God! Thomas von Aquin, der deutlich jüngere der beiden, starb im 13. Jahrhundert. Deine Beispiele sind also nicht so 100%ig zeitgenössisch. Sibel Schick lebt hingegen heute noch. Und ihr Gedicht »Männer sind Arschlöcher« wurde vor gerade mal 2 Jahren im Missy Magazine publiziert. Wer sich das in Gänze reinziehen möchte, den empfehle ich folgendes Video. Was genau beweist das jetzt, liebe Simone? Und was für Beispiele hast du noch, die belegen, dass unsere Welt eine für Männer ist? Zum Beispiel an Anatomiebüchern, dass auf den Covern oft nur Männer dargestellt werden. Männerkörper. Und wir sind mal in die Bibliothek des NDR gegangen und haben uns da ein paar Anatomiebücher rausgesucht. Das Arzt hier noch in Arbeit aus. Nein! Der Herr bewahre, dass ihr für meine Gebührengelder auch noch arbeiten müsst. Wer kennt es nicht? Und es ist ein Mann vorne drauf. Mann? Mann? Auch ein Mann vorne drauf. Das ist ein Mann. Ein Verwester? Ja, okay. Was ich halt schon mal krass finde, ist halt bei dem Buch, dass das Buch Der Mensch heißt und vorne ein Mann abgebildet ist. Ich meine, klar, das ist diese Da Vinci-Darstellung. Ja, ist schon ein bisschen skandalös, dass auf dem Cover eines Buches für Anatomie die Zeichnung von jemandem ist, der als einer der oder sogar der Vorreiter der Anatomie gilt. Und ein bisschen rassistisch ist das bestimmt auch. Fragt mal bei Sibel nach. Mir hatte sie bis Redaktionsschluss leider noch nicht geantwortet. Kommen wir zu eurer Urlaubsreise, die ich bezahlt habe. Unsere Recherche führt uns im Januar nach London. Das war vor Corona. Das ist Poppy. Und das ist Caroline Criado Paris. Schön zu sehen, dass ihr die Zeit hattet, einen Pub aufzusuchen und einen Hund zu streicheln. Auf den Bildern sind ausschließlich Simone und Kira zu sehen. Ich gehe daher davon aus, dass ihr nur zu zweit unterwegs wart. Sofern ihr wenigstens 4 Wochen im Vornherein gebucht habt,
müsstet ihr um die 80 Euro pro Person für die Flüge bezahlt haben. Bei Hotels wird es ein bisschen schwieriger, aber da ich bezweifle, dass euch der NDR in einem 8-Bettzimmer unterbringt, nehme ich an, dass die Übernachtung ebenfalls um die 80 Euro gekostet hat. In Abhängigkeit der Lage kann das auch locker das Doppelte gewesen sein. Spesen für London liegen gemäß SIS Verlag und Reisekostenabrechnung.de bei 62 Euro am Tag. Fahrkarten lasse ich jetzt mal außen vor. Euer Interview mit einem professionellen Opfer hat also mindestens 364 Euro gekostet. Mindestens. Wie viel Interview bekommt der Gebührenzahler dafür geboten? Data is also incredibly important. And the fact that women are being underrepresented felt to me like something that should be one of the major topics of discussion. And it wasn't. Yeah, I was furious for 3 years. We test in male animals, not female animals, because the idea is that the menstrual cycle is too complicated to measure. Which is obviously ridiculous, because, you know, if you want to design something that works for all bodies, you need to account for the menstrual cycle. You know, the menstrual cycle is going to exist when the drugs are being taken. Ganze 31 Sekunden. Hätte man das Gespräch mit der Frau, die ihr Geld damit verdient, dass sie ein Opfer ist, vielleicht auch über Skype führen können? Selbst wenn ich davon ausgehe, dass nur jede 100. Sekunde eures Interviews im fertigen Video gelandet ist, dann habt ihr euch keine 52 Minuten mit ihr unterhalten, dabei 20 Monatsbeiträge für den Rundfunk verbraten und knapp eine Dreivierteltonne CO2 in die Atmosphäre geblasen. Aber euch ist ja sowieso egal, dass ihr dadurch das Klima, den Planeten und die Menschheit zerstört. Wenigstens habt ihr den blöden Köter gestreichelt. Oh, süß, und die Frauen wollen streicheln, merken nicht, doch der Hund will scheißen. Aber wir finden heraus, dass in Deutschland die ersten Versuche am Menschen meist nur an Männern gemacht werden. Sogenannte Phase 1 Studien, das ist die Phase, in der ein Wirkstoff erstmalig am Menschen getestet wird, werden nicht aus Gründen der Diskriminierung, sondern aus Gründen der Sicherheit vorwiegend mit männlichen Probanden durchgeführt, weil diese nicht schwanger werden können. Es gibt nämlich zahlreiche Medikamente, deren Nebenwirkungen für den Patienten vernachlässigbar sind, nicht aber für einen Fötus. Contergan und Finasterid wären dafür zwei Beispiele. Deshalb ist es den Dienstleistern für biopharmazeutische Forschung auch in Phase 2 Studien wichtig, dass Probanden für den Zeitraum der Studie doppelt verhüten. Und bevor ihr mir die Kommentarsektion vollspammt, kann ich euch die wichtigste Frage direkt im Video beantworten. Zwei Kondome überziehen gilt nicht als doppelte Verhütung. Sie sagt mir auch, dass die Dosierung auf der Packungsbeilage in der Regel die für Männer ist. Für Frauen könnte sie zu hoch sein. Also genauso, wie sie für große Männer zu klein sein könnte. Die Dosierungsempfehlung richtet sich immer nach einem Mittelwert. Und dass es Wirkstoffe gibt, für deren Dosierung es einen Unterschied macht, ob der Anwender mit Eiern ausgestattet ist oder nicht, beweist Minoxidil. Für Frauen liegt der Anteil des Wirkstoffs bei 2%, für Männer bei 5%. Ihr habt es fertiggebracht, ein Video zu produzieren, in welchem ihr gar nichts beweist. Jeder Punkt, den ihr ansprecht, ist entweder vollkommen irrelevant, Da Vincis Zeichnung auf einem Buchdeckel wird von euch selbst erklärt, auf Fläche X passen mehr Pinkelbecken als Toilettenkabinen, oder ihr widersprecht einem ganzen Industriezweig. Die Pharmaindustrie sagt dazu sinngemäß, die Unterschiede seien unerheblich. Ohne auch nur ein einziges Beispiel zu liefern, wieso ich diesbezüglich an der Auffassung der Pharmaindustrie zweifeln sollte. Der erste Unterschied zwischen euch und dem Flacherdler in der nächsten Ecke ist, dass er bessere Argumente dafür liefert, dass der Mond aus Käse ist, als ihr dafür, dass der Gender Data Gap auch nur den geringsten Einfluss auf Frauen hat. Vielleicht hat er das und vielleicht sind diese Einflüsse katastrophal. Nach eurem Video muss ich davon ausgehen, dass die besten Argumente auf eurer Seite darlegen, dass der Einfluss bestenfalls marginal ist. Und der zweite Unterschied ist, dass ich dem Flacherdler nicht jeden Monat 18,36 Euro überweisen muss. Oh, süß, und die Frauen wollen streicheln, merken nicht, doch der Hund will scheißen. Rheinpfalz ist die größte Tageszeitung der Pfalz. Die verkaufte Auflage beträgt 235.310 Exemplare. Katrin Schnurrer, Autorin für die Rheinpfalz, hat am 5.3.2020 folgenden Artikel für die Rheinpfalz geschrieben.
Es gibt noch Platz für Flüchtlinge. Grünstadt Eisenberg, die Kommunen könnten noch hilfsbedürftige Personen aufnehmen. Die Lage an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland spitzt sich zu. Viele Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren in der Türkei gelebt haben, wollen in die Europäische Union gelangen. Die politischen Verhandlungen laufen. Der erklärte Wille der Bundesregierung ist es, nicht mehr so viele Menschen ins Land zu lassen wie im Jahr 2015. Haben die Kommunen noch Wohnraum, um Menschen, die in Not sind, unterzubringen? Ja, heißt es von den Verwaltungen in der Region unisono. Dieselbe Autorin, Frau Katrin Schnurrer, hat in derselben Zeitung, am selben Tag, auf derselben Seite, einen weiteren Artikel veröffentlicht. Mehr Menschen ohne Obdach. Grünstadt Eisenberg, die Verbandsgemeinden Leininger Land und Eisenberg und die Stadt Grünstadt verzeichnen eine steigende Anzahl von Obdachlosen, für deren Unterbringung sie Sorge tragen müssen. Ein Grund ist das knappe Angebot an preisgünstigen Wohnungen. Damit ist dann wohl bewiesen, dass man diesen Menschen nicht mal böse sein kann. Sie merken es nicht. Selbst dann nicht, wenn ihre Artikel am selben Tag auf derselben Seite gedruckt werden.